Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 4. Ja, gestern in der letzten Folge, da haben wir Francis umgelegt. Ja, wir hatten die Wahl, entweder legen wir ihn um oder Francis. Und wir haben uns für Francis entschieden, genau. Und jetzt bis eben gerade hatten wir auch noch keine neue Mission, aber jetzt haben wir wieder welche. Oder eine zumindest. So, Niki, du musst dich mit Phil und mir an einem Depot in Normandy treffen. Ciao. Warte nochmal, wie hat er das geschrieben? Du musst dich mit Phil und mir. Achso, ja, okay. Ja, ich habe da irgendwie gerade einen Schmarrn zusammengelesen, aber. Oder innerlich zumindest, aber gut. Dann besorgen wir uns mal eben schnell ein Auto, fahren dann eben schnell rüber, markieren wir uns eben Wegpunkte, dass wir halt. Genau. So, und die Bullen, genau, die werden wir schon los, bis wir da sind. Da mache ich mir auch. Ja, keine Sorgen. So, guck mal, da sind wir auch gleich schon wieder weg von denen. So, warte mal, wie. Genau, wir müssen sowieso da oben lang. Dann fahren wir auch gleich hier oben lang, dann brauchen wir uns das dann nicht im Park antun. Allein schon, weil da sowieso die Polizei lang fährt. Ja, gut, jetzt wäre es eh wurscht gewesen, aber. Weiß nicht, da hinten irgendwo durch so eine kurvige Straße, das sind ja, unnötig viele Abbiegungen, die uns ausbremsen und deswegen. Düsen wir hier schnell durch, das hat jetzt gerade geleckt, warum auch immer. So, hier kommen. Genau, ganz gemütlich. Düsen wir hier lang, siehst du wohl. Die Bullen sind wir los. So, dann genau jetzt aufschauen, dass wir hier nicht irgendeinen Blödsinn zusammenfahren. Anruf kriegen wir, unbekannte Anrufe. Ja, okay, Bernie, ja. Der gute Florian, den wir in der vorletzten Folge, glaube ich, ein wenig bedroht haben. Ja, ein ehemaliger Armeekamerad von uns, der jetzt auch in Liberty City ist. Einer von beiden potenziellen Verrätern, aber er war es anscheinend nicht, sondern der andere Typ, wie auch immer der heißt. So, gucke mal. Dann müssen wir hier eigentlich auch gleich da sein. Also wir haben jetzt hier quasi zwei neue Auftragsreihen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir beide oder für beide in dieser Folge eine Mission erledigt bekommen. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. That thing? Our friend did what? 37 at 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the bada beep bada boop. Yeah, the guy with the, and the... Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're going to ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours? Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time this motherfucker. Na gut.
Dann schauen wir mal, wie gut das Zeug bewacht ist. Genau, du meldest dich. So, komm, wir nehmen mal den hier, ha? So, begib dich in die Seitenstraße, schauen wir mal. Da oben müssen wir hin. Gut. Mal gucken, was dann auch so die zukünftigen Aufträge von ihm werden. Dass dann auch immer solche... Ja, leg mal die Gegner um, beschaff mir die Ware, Dinger sind. Oder ob da noch mehr kommen. Frage ist ja auch, wie viele Missionen es mit dem geben wird. Ich schätze mal so 6-7 Stück, so um den Dreh. Vielleicht auch 8. Aber mehr glaube ich fast nicht. Was ist mit dir? Um Gottes Willen. Kreisch hier rum, nur weil ich hier ein bisschen rumschlitter. Das ist ja... Oh Mann. So. Genau, und ich glaube, irgendwo da vorne... Wollte gerade sagen, da vorne rechts ist es auch schon, aber nee, ist es nicht. Offensichtlich. Ja, ja, Leute. Oh mein Gott, ich weiß schon. Dabei fahre ich doch gar nicht mal so schlimm. Also ich bin schon deutlich schlimmer gefahren. Guck mal, wir können doch bestimmt auch hier durch, oder? Gucken wir mal. Jawohl, siehst du wohl. So. Genau, Tür zu. Und dann gucken wir mal. Na gut. Das heißt, die Brezeln werden einfach alle weg. Schätze ich jetzt einfach mal. Oder? Klau den Truck. Ja, da gibt es vermutlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir pirschen uns irgendwie da hinten an. Oder wir legen die alle um. Ich bin für Letzteres. Okay, Mann, das geht auch relativ einfach. Gleich zwei erwischt. Zack. Ja, gar nichts habt ihr. So, okay. Ich glaube, jetzt können wir uns langsam... Genau. So, Munition nehmen wir nochmal eben wieder mit. So. Da kommen halt noch mehr von denen, ne? Gut, ich glaube, eine friedliche Lösung hätte es niemals geben können. Na komm, das gibt's doch nicht. Ach komm, als ob. Fuck. Halte ich am Heck fest. Ach, deswegen konnte ich ihn nicht umlegen. Na komm, komm, komm. Los, Nico. Okay. Ziehen wir uns hoch. Schnell, schnell, schnell. Drücke ganz auf Leertaste. So, genau. Ja, besser ist das. So, weiter vor, weiter vor. Komm, komm, komm. Zieh dich hoch. Jawohl. Okay, S zum Festhalten. So, Okay, weiter, weiter, weiter. So, vorsichtig. Bäm, jawohl. Gut. Wo müssen wir lang? Wir müssen geradeaus weiter. Okay. Bill, man, I got that thing you were after. What do you want me to do with it? The wedding present for my nephew Frank.
Jawohl, von Trucks zur alten Villa. Ah, ich glaube jetzt. Ich glaube, ich weiß, zu wem wir fahren. Das ist, glaube ich, ich habe es ja schon öfter gesagt, hier draußen ist noch so ein Mafia-Boss. Und ich glaube, zu dem fahren wir jetzt. Ich glaube, zu dem fahren wir jetzt. Und der wohnt, meine ich, auch hier. Mhm. Haben wir es dann also endlich mal. Ich rede schon seit einer Ewigkeit davon. Weil er mir einfach noch relativ gut im Gedächtnis ist. Ah, oder doch nicht hier. Und doch noch ein bisschen ums Eck. Ah, na gut. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Okay, sehr schön. So. Gucken wir mal, was kriegen wir dafür? Okay, hat er jetzt gar nicht angezeigt. So, gucke mal. Und dann. Genau, mit dem Bernie bzw. Florian. Mit dem haben wir jetzt auch noch was. Fahren wir direkt rüber, würde ich sagen. Fuck. Ich glaube, das sind dann diese Auftragskiller-Missionen sind das. Die machen wir dann später irgendwann mal. So, ich brauche ein neues Auto. Weil mit dem Motorrad ist mir das dann doch ein bisschen zu blöd. Komm, nimm mal dich einfach, hä? Du stehst gerade so da. Genau, auf geht's und weg hier. So. Zack. Jawohl. Und auf geht's. Weit weg ist er ja eh nicht. So, genau, und dann in der nächsten Folge werden wir definitiv dann mal. Fast zu weit gefahren. Werden wir dann definitiv mal mit den Auftragskiller-Missionen anfangen. Auf jeden Fall. Auch wenn die für die Hauptstory eher unerheblich sind, aber wir machen es trotzdem. So, weil ich glaube, da verdienen wir auch relativ gutes Geld. Bell ruft an. Nico, I told Jimmy P about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah, he's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in West Dyke. Genau, ich glaube, der ist es, oder? Ich hatte ja mal gesagt, hier irgendwo wohnt der. Das könnte echt hinhauen. Jimmy Pecorino. Ja. Ich glaube schon, aber das werden wir heute nicht mehr herausfinden. Sondern wir werden jetzt ja zwischen 22 und... Oh, da ist er nicht zu Hause. Oh Mann. Oh, warum das denn nicht? Was ist mit dem? Gott, wie bringen wir die Zeit jetzt rum? Das sind 6 Stunden bzw. 6 Minuten. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt eine Auftragskiller-Mission. Und machen die mit... Bell, was willst du jetzt schon wieder? Zieh ein paar Respektakel... Okay, Anzug, Krawatte, Schuhe, das volle Programm. Phil, ja natürlich. Oder machen wir jetzt die Mission mit dem Pecorino? Wir machen die jetzt. Wir machen die jetzt, weil ich will dann doch auch wissen, ob ich schon wieder Blödsinn erzählt habe. Oder ob es jetzt endlich ist. Der Pecorino. So ein alter Mann, graue Haare. Das muss er dann sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ach man, da hätten wir auch gleich da hinten bleiben können, wenn er mal ein bisschen früher Bescheid gesagt hätte. Oh je. Oh Mann, komm weg. Du auch. Aus dem Weg. Jewel Paper ruft an. Do I
I hear you found a big bad monster you were on. Bernie Crane, the Muscle-Mary? Come on. Fuck you. You think I wouldn't have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some B-Unite old boyfriend, sir. Look, I'm within the office. I know it gets low. I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch. Mhm. Ja, okay, also keine neuen Informationen. Ja, doch, das ist er. Definitiv ist er das hier, der Pecorino. Genau. Garantiert. Ja. So, dann auf geht's ab in die Mission. Ich hab doch... Ach komm, wegen den Schuhen fucken. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt die Auftraggeber. Hier da die Auftragskiller-Mission. So. Und wir holen uns jetzt ein Taxi. Ich habe keinen Bock, da jetzt nochmal runterzufahren. So, weh, Roman hat keins für uns. Hey Roman, you couldn't send a cab for a cousin in need, could you? Anything for you and me. It should be there soon. Sehr gut. So. Dann warten wir mal kurz, oder wir können ihm auch schon mal entgegenlaufen, hä? Genau, gucke mal. So, können wir uns wieder ein bisschen mit ihm fighten. Weil er mal so nett zu uns ist. Get in quickly, you head dick. Genau. So, komm, die Fahrt überspringen wir. Das ist ja der Sinn des Ganzen. I hope you enjoy the trouble you are going to be getting into here. Ja, ja. Halt denn mal. So, komm. Dead End. Schauen wir mal. Hello. I'm a friend of Phil's. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target is in Alderney City. You're being relied on to eliminate it. Natürlich, natürlich. Machen wir. So. Okay, Waffen und kugelsichere Westen, sehr schön. Na dann, komm, auf geht's. Begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Genau, vorher sammeln wir euch nochmal eben schnell ein. So. Dann schauen wir nochmal, wo müssen wir denn da hin? Da oben, okay. So, lauf ich, lauf ich. Na komm, nehmen wir dich. Ey. Wie hast du mich genannt? Sorry, but I need this. So, danke für dein Auto. Sehr nett von dir. So, dann hoffe ich mal, dass wir hier auch tatsächlich da hinten hinkommen. Aber ich denke schon, genau. Pass. So. Auch hier, genau. Ich dachte schon. Man hätte ja natürlich auch mal nach vorne gucken können während des Fahrens, aber mein Gott. So. Nehmen wir hier mal die Abkürzung über die Grünfläche. Ja, fuck, fuck, fuck. Na gut. Geht ja, und genau deswegen haben wir so einen großen Wagen. Einfach damit wir, ja, in dieser Situation nicht allzu viel Schaden nehmen. Stelle die Zielperson und schalte sie aus. Machen wir, wenn wir mal, genau, die Kontrolle nicht verlieren. Jawohl, jetzt dreht er natürlich auch gleich wieder komplett durch. Ja, da hätte ich ihm eben einfach mal durch die Windschutzscheibe schießen sollen. So, komm. Da ist er. Na komm. Fuck.
Ach komm. Ach komm. Als ob. Als ob. So, komm, ich hab den... Na komm, ich hab ihn doch erledigt. So. Eigentlich habe ich ja jetzt. So, weißt du was? Wir kürzen das hier mal eben ab. Oh, fuck. Fuck. So war das jetzt nicht beabsichtigt. Ah, okay, jetzt haben wir es. Sehr gut. Ja, meine Fresse. Komm. Scheiße. Weil, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier beim Telefonieren abgeknallt werden... So, da hinten ist noch einer. Wir brauchen jetzt dringend ein Auto. So. Mal eben schnell genau die Muni mitnehmen. So, und dann sehen wir auch gleich mal zu, dass wir hier wegkommen. Einfach hier weg. So. Ja, Reifen ist platt und der ist auch gleich komplett hinüber. Das kennen wir alle schon. So, dann gucken wir mal, ob wir hier lebend rauskommen. Aus dieser Misere. Ja, super, da ist schon wieder eine Straßensperre. Boah, da sollten wir genau eigentlich unbeschadet durchkommen. So. So, da vorne ist jetzt ein Polizeiwagen. Ich hoffe, er fährt einfach weiter, genau so lange, bis wir... So, jetzt sind wir aus dem Bereich draußen. Jetzt müssen wir nur noch kurz abwarten. In der Hoffnung, dass er nicht zurückfährt. Und von, genau, und von hinten nichts kommt, so wie der da schon angefahren kam. Jawohl. Puh, dann sind wir jetzt durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und dann fahren wir mal zu Bernie bzw. Florian und schauen mal, was er dann von uns hält. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.